Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen, ich bin Babsi von Babsis Bastelwerkstatt und freue mich, dass ihr heute wieder dabei seid. Ich habe heute für euch wieder ein neues Video zum Thema Katalog, denn der Herbst-Winter-Katalog steht in den Startlöchern. Ich darf ihn euch jetzt schon mal von vorne zeigen und ich möchte euch jetzt einfach zeigen, was ich für tolle Produkte aus dem Katalog bestellt habe. Ich gehe den mit euch durch, habe noch einen kleinen Tipp für euch und ja, wenn ihr noch einen Katalog braucht, schreibt mir doch bitte einfach eine E-Mail an babsisbastelwerkstatt@gmail.com mit eurer kompletten Adresse und dann schicke ich euch kostenlos einen Katalog zu. Und ich würde mich richtig freuen, wenn ihr meinen neuen Kunden werden möchtet. Ja, los geht's! Also, der Katalog von vorne habt ihr gesehen und jetzt zeige ich euch einfach mal so alle möglichen tollen Produkte. Als allererstes möchte ich euch dieses Stempelset und die passenden Sinnlets-Formen dazu zeigen. Die Sinnlets-Formen heißen Weihnachtswild und das ist das Stempelset dazu. Und ich möchte euch da einen kleinen Tipp geben, denn das finde ich ganz wichtig. Ich habe mein Paket ausgepackt und habe dann festgestellt, die Aufkleber sind richtig in deutscher Sprache, aber das Stempelset ist nicht auf Deutsch. Das ist, glaube ich, Französisch. Bitte guckt da drauf, also ich werde es wieder zurückschicken. Wenn ihr das bekommt, und ja, manchmal packt man das ja dann erst ein bisschen später aus, wenn es jetzt noch so warm ist draußen, hat man vielleicht noch nicht so die große Lust, schon für Weihnachten vorzubasteln. Aber falls ihr das bekommt und auch habt, dann guckt da bitte erstmal ganz genau, ob das wirklich ein deutscher Stempel innen drinnen ist oder ob das eventuell so wie bei mir ist, dass da ein französischer Spruch, französische Texte in dem deutschen Stempelkissen in der Hülle sind, weil die Hülle ist ja richtig. Also guckt da bitte doch mal ganz genau drauf. Und ansonsten ist das ein unheimlich schönes Stempelset. Ich freue mich richtig, richtig fest darauf, mit dem zu arbeiten. Es sind schöne Sprüche. Die Hirsche sind natürlich einfach nur der Hammer. Die sind total schön. Und es sind auch so Blumen und florale Muster dabei, mit denen man super Sachen ausstanzen kann. Und ich freue mich schon richtig toll auf dieses Set. Mit den Blumen kann man natürlich dann auch im Frühling weiterarbeiten. Und es ist nicht ganz, ganz, ganz typisch Weihnachten. Aber man kann es natürlich wunderschön für Weihnachten einsetzen. Aber bitte guckt da drauf, das ist mir ganz wichtig, wenn ihr das habt, dann schaut, ob da der richtige Stempel drin ist. Kann natürlich auch sein, dass das jetzt nur bei mir schiefgegangen ist. Ich habe schon Best & Binab angerufen. Aber zur Sicherheit, nicht, dass es im Schrank steht und man dann erst später irgendwann mal merkt, oder ist der falsche Stempel drinnen. Genau, das war jetzt mal das Erste. Dann mein nächster Favorit, muss ich echt sagen, ist dieses Stempelset hier zusammen mit den Sinnlets-Formen. Das nennt sich Winterbouquet und da passt dieses Eisblüten-Stempelset unheimlich gut dazu. Also das ist wieder ein Produktpaket. Ich blende euch alle Bestellnummern auch nochmal ein und das ist wunderschön. Also ich bin total begeistert davon. Ich finde das total schön. Es hat so ein bisschen so einen Aquarelleffekt, hat schöne Sprüche und ist auch nicht typisch Weihnachten. Also das kann man auf jeden Fall auch sonst im Jahr gut verwenden. Herzlicher Glückwunschspruch ist mit drin, alles Liebe und Gute. Also wirklich ein ganz, ganz tolles Set. Und zu diesem Set gibt es auch ein Papier, das ich mir bestellt habe. Das zeige ich euch jetzt auch schnell, weil das ist einfach nur wunderschön. Ich zeige euch jetzt immer die Vorder- und Rückseite. Also das ist hier jetzt die Vorderseite und das ist die Rückseite. Das Papier hat so einen schimmerigen, ich will schon sagen Glossy-Effekt. Also so einen schönen Schimmereffekt. Das ist ein bisschen dünner und fühlt sich auch ganz cool an und das ist echt traumhaft schön. Mit richtig tollen Farben. Das ist eben jetzt die Rückseite zu dem Blumenpapier. Und ihr habt eben immer einmal so ein Blumenpapier auf der Vorderseite und die Rückseite ist dann mit so einem Muster. Also wirklich total schön. Ich hoffe, das kommt auch in der Kamera so rüber. Das ist wieder die Rückseite dazu, finde ich auch unglaublich schön. Also das ist auf jeden Fall eines meiner neuen Lieblingspapiere. Und hier wieder die Rückseite dazu. Dann vorne wieder Blätter. Hinten hat diese coolen dunklen Punkte mit Schimmereffekt. Und das ist auch ein unheimlich schönes Papier, finde ich, mit den Blumen. Das passt natürlich auch zum Frühling. Und auf der Rückseite sieht das Ganze so aus. Also ein ganz, ganz tolles Designerpapier. Und das heißt, das sage ich euch natürlich jetzt auch noch, besonderes Designerpapier Winterblüten. Und das ist wirklich total schön. Mein nächster Favorit, also ich habe wirklich ganz viele Favoriten in dem Katalog. Ich finde den wirklich richtig, richtig schön und habe ganz tolle Sachen daraus bestellt. Ist einmal ein Stempelset Flockenfantasie und dazu die passenden Sinnlets-Formen Schneezauber. Das ist eine große Sinnlets-Form, mit der kann man aber Hintergründe gestalten oder auch die Sterne dann
oder die Schneeflocken dann einzeln verwenden. Und ich finde es ja auch total schön. Das ist echt super cooles Stempelset und dazu dieses Sindelset. Und ich freue mich schon voll darauf, damit zu arbeiten. Ich würde am liebsten sofort loslegen, bei einer ziemlich großen Hitze schon anzufangen mit Weihnachtskarten. Vielleicht mache ich das auch schon. Ja, und dazu gehört dieses tolle Stempelset Flockenzauber. Flockenfantasie, sorry. Mit richtig schönen Sprüchen, die sehen auch echt cool aus. Hier mit dem Sterne unterschiedlich groß geschrieben. Zauberhafte Weihnachten. Und mit einem richtig coolen Hintergrundstempel. Ich habe dazu schon ein Video gesehen von Stampin' Up! Direkt. Das hat sich richtig toll gemacht. Da kann man so ein Schneegestöber machen und mit den Flocken. Also richtig schönes Stempelset. Und ich freue mich darüber. Ich habe noch ein Produktpaket und zwar heißt es jetzt Wunderbarer Weihnachtsstern. Auch dazu gibt es wieder die passenden Sinnlets-Formen. Ups, schauen wir mal, ob sie raus möchten. Und die heißen Weihnachtssterne. Und das ist auch ein cooles Set, vor allem auch wegen diesen Sinnlets-Formen, weil da sind hinten drauf ist noch so ein Weihnachtsstern. Den kann man eben einzeln, also als Hintergrund auf die Karte auflegen oder komplett ausstanzen. Und auch dieser Rahmen für die um die Karten rum, das finde ich auch, das ist total schön und macht sich richtig gut. Und dann hat man natürlich auch passend die Rahmen für die Stempel. Und auch hier sind wieder schöne Sprüche drinnen und es ist ein richtig schönes Set. Gefällt mir auch sehr gut. Dann habe ich noch ein Stempelset, das ist jetzt auch schon mein Favorit, die kleinen Schneemänner. Die sind einfach total süß und ich muss schon zugeben, ich stehe ja auf solche Sachen und ich finde die total süß. Einmal der freut sich so richtig, ist so richtig happy, der andere saust durch die Gegend auf den Schlittschuhen und diese beiden mit dem Herz, die sind einfach nur total hübsch und süß. Und also ich musste das unbedingt haben, das war gleich eins meiner ersten auf meiner Wunschliste. Genau, dann habe ich noch mal ein Produktpaket und zwar ist das ein cooles Produktpaket, wie ich finde. Einmal haben wir hier die Sindelsformen Weihnachtsanhänger und dazu das Schöner Schenken Stempelset. Das sind diesmal jetzt Klarsichtstempel. Und das Coole ist, man kann quasi mit einem einzigen Stempel, also das ist ein kompletter Stempel, seht ihr, das gehört alles zusammen, kann man den dann komplett durch die Big Shot jagen und dann kann man sich alle Etiketten einzeln ausstanzen. Das ist total praktisch, weil man da richtig viele coole Anhänger auf einmal hat. Und ich fand das richtig cool. Natürlich kann man sich die auch ausschneiden und dann einzeln verwenden. Aber ich glaube, ich werde es schon nutzen, wenn ich viele Geschenke habe. Ich finde es immer sehr schön, wenn man da Geschenkanhänger hinmacht. Und das ist natürlich super praktisch, dass man da schon die Geschenkanhänger dran hat mit Aufhängung. Super schön. Und freut mich auch richtig. Und jetzt habe ich noch ein Sinnless-Formen-Set, wo mir leider noch das Stempelkissen dazu fehlt. Und zwar hat das irgendwie so einen Hexenkessel, heißt das genau. Da gibt es ein passendes Stempelset dazu. Das ist leider noch nicht gekommen, aber ich wollte euch trotzdem das Video schon pünktlich am Freitag zeigen. Da sind total süße Hexen, Gespenster, kleine Katzen. Ein Hexenkessel ist dabei und auch ein Schneebesen. Ich glaube, ich bin schon in der Weihnachtsbäckerei. Nein, ein Hexenbesen und ein Hexenhut dabei. Und ich freue mich total auf dieses Stempelset. Ich finde das auch total hübsch. Da gibt es auch ein ganz schönes Papier dazu. Das habe ich jetzt nicht bestellt. Aber ich habe es mir echt schwer überlegt, weil es auch wunderschön ist und ganz tolle Farben hat im Papier. Also da könnt ihr noch gespannt sein auf dem Katalog. Da seht ihr dann das Stempelset und auch das Papier dazu. Okay, und dann habe ich noch zwei Sachen. Also wenn wir schon beim Thema Halloween sind, dann zeige ich euch noch schnell diese Metallic-Folie in Schwarz. Die habe ich mir auch mitbestellt. Die wird dann auf jeden Fall für das coole Spinnennetz verwendet und vielleicht auch für den Hexenhut. Ja, also das ist ganz cool. Das ist 12x12 Inch groß und es sind zwei Blätter drin. Genau, das habe ich mir noch mitbestellt. Dann habe ich noch, ich habe noch was. Halt, ich bin noch nicht fertig. Dann habe ich mir noch eine neue Stanze bestellt. Auch diese Stanze gibt es in einem Produktpaket mit einem Stempelset, das ich mir jetzt nicht bestellt habe, aber ich fand die Stanze so schön, weil man die immer auch für Hintergründe in sämtlichen Metallicfolien zum Beispiel auch ausstanzen kann und dann schön noch hinten so als kleine Deko mit hinmachen kann. Und diese Stanze heißt Zierzweig. Finde ich auch richtig cool. Und wer mag, kann sich dazu das passende Stempelset bestellen. Dann habe ich noch so eine Frosty
Wie heißt richtig? Es heißt Glanzfarbe in Frostweiß. Und da bin ich ganz gespannt. Also ich habe es noch nicht ausprobiert. Ich teste das jetzt. Ich habe das bestellt, um auf Karten so mit so einem Schimmereffekt Schnee ein bisschen auf die verschiedenen Projekte zu zaubern. Und da bin ich richtig gespannt, wie das funktioniert. Das berichte ich euch natürlich dann. Und hier habe ich noch was Cooles. Das sind so kleine Weihnachtssäckchen. Da sind immer drinnen, die haben das Maß 10,2 x 12,7 cm. Ich meine, es sind 8 Stück drinnen, aber ich... Ah ja, genau, 8 Stück sind da drin. Und das Coole an denen ist, dass man die auch bestempeln kann. Und ich habe da schon eine Idee für einen Adventskalender. Also deswegen habe ich mir die auf jeden Fall bestellt. Und es ist natürlich auch cool als kleines Geschenkchen. Kriegt man schon was unter und kann es dann gleich verpacken und weiterschenken. Die heißen Weihnachtssäckchen, ganz einfach. Und dann habe ich noch ein Stempelset, das hat mir auch von Anfang an total gut gefallen. Das ist jetzt ja vielleicht eher herbstlich oder frühlingshaft. Steht zwar auch frohe Festtage drauf, aber ich finde es jetzt eigentlich gar nicht so richtig weihnachtlich. Aber ich finde es total schön mit der Schleife, das ist so ganz zart. Und also mit dem bin ich auch schon sehr gespannt zu arbeiten und da freue ich mich auch schon richtig drauf. Das heißt, alles, alles Gute. Joa. Also ich glaube, ich habe jetzt nichts mehr um mich rumliegen, was ich euch noch zeigen möchte. Ich habe noch eine Sache, die ich euch erklären möchte. Also es gibt noch eine besondere Aktion im September. Und zwar vom 1. bis 30. September bekommt jeder, der zum Beispiel einen Umsatz von 275 Euro schafft, entweder durch eine Party oder selber einfach eine größere Bestellung hat, ein besonderes Papier noch zusätzlich gratis in die Bestellung mit rein. Die schickt Stampin' Up dann zusätzlich mit. Ich habe das Papier leider noch nicht da, weil ich habe das irgendwie nicht... Ja, ich habe vergessen, es zu bestellen. Aber es ist wirklich wunderschön. Leider ist mein Drucker nicht so toll. Aber ich würde auf meinem Blog in dem Beitrag verlinken, damit ihr euch den Flyer richtig schön anschauen könnt. Da seht ihr das Designerpapier dann auch und habt es in richtiger Farbe. Bei mir ist es schon sehr rötlich. Ich muss unbedingt meine Tintenpatrone auffüllen. Ihr bekommt es einmal zu eurer Bestellung im September gratis mit dazu, wenn ihr einen Bestellwert von 275 Euro erreicht. Genau, das war es jetzt von mir. Ich habe wirklich viel bestellt, aber ich finde den Katalog wirklich traumhaft schön. Ich bin echt total begeistert von dem. Also es ist wieder einer der Kataloge, wo ich wirklich gleich gar nicht mehr gewusst habe, wo meine Wunschliste denn aufhört. Und ja, ich freue mich richtig über den und wenn ihr den noch haben wollt, dann schreibt mir einfach eine E-Mail. Und ansonsten danke ich euch fürs Zuschauen. Freue mich auf euch bis zum nächsten Mal. Wenn euch das Video gefallen hat, könnt ihr mir gerne einen Daumen hoch geben. Und wenn es euch richtig gut gefallen hat und ihr gerne mehr von meinen Videos sehen wollt, dann abonniert einfach meinen Kanal. Und ihr werdet immer kostenlos informiert, wenn ich ein neues Video hochlade, wenn ihr diese Glocke aktiviert. Das war's von meiner Seite. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende und bis zum nächsten Mal. Tschüss!